Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt ist der schwerste und heftigste Block. Aus irgendeinem Grund kann ich gerade nicht schlafen. Ich meine, es ist relativ spät und so, wir haben 1.14 Uhr, aber ich kann irgendwo nicht pennen. Deswegen denke ich mir so, hey, nimm's ein bisschen Marmeka auf. Hey Leute, ich bin's wieder, euer Gebirges. Der rote Toad hier arbeitet noch so ganz schön munter, fleißig am zweiten Stockwerk. Der drüben, der da und der da drüben, die machen noch nichts, denn sie haben noch keine Aufträge. Und dazu brauchen wir Geld. Ganz viel Geld. Bevor wir das allerdings angehen, machen wir, wie beim letzten Mal gesagt, die Sachen, die noch wichtig sind. Und hi. So zum Beispiel. Guck mal, Mario, der gelbe Tod schläft hier einfach, während die anderen alle schuften. Wollen wir den aufwecken? Der Pau-Block-Wecker? Gute Idee. Wenn du mit dem Pau-Blöckchen, Pau-Blöckchen ordentlich Rabatz machst, wacht die Schlafmütze sicher auf. Und zufällig wüsste ich auch die perfekte Stelle, wo es vor Pau-Blöcken nur so wimmelt. Also dann tob dich aus. Besiege alle Stachis und erreiche das Ziel. Den Rest überlasse ich dir an dir. Okay. Besiege 9 Stachis. Der Pau-Block-Wecker. Zum Glück bin ich gerade noch wach. Und zum Glück gibt es keine echten Pau-Blöcke. Das wäre echt blöd als Wecker. Oh, das ist knappe Zeitlimit. Okay. Achtung. Okay, raus hier. Bevor die Sonne angreift. Okay. Keine Zeit für irgendwelche Münzen. Ich habe nämlich keine Lust zu sterben. Das wäre nämlich nicht so gut. Sterben tut nämlich weh. So, mein Freund. Wach auf. Wie? Wir aktivieren keinen Baumblock. Er ist ausgeschlafen. Alles klar. Und nu? Na? Nichts? Keine Schrecken? Hm. 1 von 5. Danke für die Hilfe, Mario. Der gelbe Tod ist ein bekannter Steinmetz. Was der mit seiner Steinquader anstellen kann, das schlackerst du mit den Ohren. Steinquader, eh? Gehen wir später an. Ich muss nämlich noch in den Untergrund. Wir haben noch ein paar Aufgaben. Von diesem komischen Strichmännchen. Hallo, Strichmännchen-Blockmann. Komischer Typ, wie du aussiehst. Mauritius, genau. Tagchen, Zeit für einen kleinen Auftrag. Du wirst es nicht bereuen. Schaffe, Ausrufezeichen, Block baue. What? Wir sind auf der Suche nach einem neuen Häusle. Würdest du den Grundriss mit Ausrufezeichenblöcken abmessen? Kleiner Tipp, mit unten kannst du in der Luft deine Stampfattacke ausführen. Dann drehen sich die Ausrufezeichenblöcke mit einem Schlag komplett aus. Okay. Ich baue auf dich. Den verstehe ich. Oh. Die haben Spaß mit diesen ganzen Wortwitzen, ey. Ich baue auf dich. Eieieiei. Na dann. Wird es Zeit, wir machen Radau in der 3D-World. Die 3D-World ist komisch. Die ist sehr merkwürdig. So. Einmal ausfahren. Einmal Münze. Einmal ausfahren. Einmal Münze. Einmal ausfahren. Einmal Münze. Einmal ausfahren. Einmal Münze. Einmal ausfahren. Einmal Checkpoint. Ach ja, und nicht zu vergessen. Pilz. Wenn man sie braucht. Oh. Wie aktiviere ich den da drüben? Wie aktiviere ich die blaue Röhre? Na? Ah. Haha, es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Es ist ein Trick. Apropos Trick. 1, 2, 3. Schulzimmens nennen. Und weiter. Gut. Das muss einen Weg geben. Hinter die eine. Okay. Oh. Bisschen zu weit, Mario.
so hoch wie es geht. 3 Münzen. Nee. Es muss doch einen Trick geben. Hinter. Ich bin doof. Ich will am liebsten mal ins Level reingehen, einfach um zu schauen, was dahinter ist. Ja, ich habe dein Dings gesehen. Herzlichen Dank, da fällt mir ein Mauerstein vom Herzen. Dann werde ich gleich mal schaffen gehen und ein ganz schönes bauen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Oh. Ein Fragezeichenblock. Schick. Als Belohnung habe ich einen befreundeten Fragezeichenblock hergerufen. Gib ihm doch mal einen freundlichen Klaps, wenn du ihn siehst. Poink. Ich denke, das Ziel für heute wird sein, das komplette Gebäude vorzubauen. Mal schauen. Ich hätte noch einen Auftrag für dich. Als Belohnung gibt es auch was richtig Gutes. Kann ich die anderen Aufträge nicht mehr machen? Oh, da kann ich nicht nachschauen, was da war. Scheiß. Weit und breit Dunkelheit. Als wir letztens ein neues Häusle besichtigt haben, war die Sicherung raus. Deshalb war im Keller alles düster. Könntest du mal nachgucken und gehen, wie geräumig der Keller ist? Ich baue auf dich. Klar, immer, gerne. Ich hätte gerne gewusst, was dahinter war. Ich hätte nachschauen können. Mist. Mit dem... Wow, das ist gruselig. Wow. Okay. Das war nicht gerade nett. Mit dem Panzer hätte ich zurückgehen können. Und den Weg freiräumen, aber... Gebirge ist doof, Gebirge ist... macht sowas nicht. Zumindest nicht auf Anhieb. Ich habe da oben was gesehen. Etwas, was er haben will. Und zwar 10 Münzen. Tolles Level, gibt viele Münzen. Ach, die Musik ist schön. Ach, das erweitert sogar die Dingens. Ist ja krass. Die Sichtweite. Wow. Stampfer sind nicht cool. Okay, da oben ist nichts versteckt. Oh, da ist was versteckt. Ganz, ganz viele Verstecke. Für 10 weitere Münzen. Ah. Nach dem Motto, Vorsicht, da kommt was runter. Hier sagt der richtige Weg. Und hier sagt der... Münzen. Okay, der bringt mich hier um. Ah, der bringt mich nicht um. Es ist einfach nur ein... Eine Sackgasse. Oh, Schiel. Schönes Level. Dunkel. Aber nicht gemein. Wobei, man kann gegen die Stampe abknallen, theoretisch. Sehr stilvoll gehalten. Gefällt mir. Auch wieder für Leute, die es nicht wissen. Machst du in ein Geisterhaus? Nacht, dann ist alles düster und dunkel. Herzlichen Dank, da fällt mir Mauerstein vom Herzen. Dann werde ich gleich mal schaffen gehen und was ganz Schönes bauen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Schaffe, schaffe, Häuslebau. Oh. Als Belohnung habe ich einen versteckten Block hierher gerufen, der mir was schuldet. Er ist etwas schüchtern. Aber er mag rote Blumen. Rote Blumen? Wo sind die rote Blumen? Rote Blumen. Suchen wir gleich danach. Einen letzten Auftrag habe ich noch für dich. Als Belohnung winkt etwas ganz Besonderes zum Anziehen. Na, neugierig. Im Reich der Steinblöcke. Unser neues Häusle wurde von Steinblöcken übernommen. Sie tanzen da drin, wahrscheinlich auf den Tischen und tun, was ihnen gefällt. Könntest du ganz vorsichtig nachsehen, in welchem Zustand sich unser armes Häusle mittlerweile befindet? Du mit deinem Häusle immer. Ich baue auf dich. Hey. Nix gegen Fromms, yo. Die machen nur alles kaputt. Irgendwie. Schau mal. Hi. Kannst du einmal bitte nach da? Wäre Lia sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Ist es einer, der runterfällt? Ja, natürlich.
Oh, die gehen aber nicht unter. Wirklich. Ah. Ich hätte auch gewettet, dass sie runterfallen. Naja, scheinbar nicht. Oh, der war dreckig. Oh, Nintendo, warum tut ihr sowas? Ich hätte es ahnen müssen, ich hätte es wissen müssen. Aber ich war zu naiv. Ich dachte, er sei zu fett, der Block. Aber nein, der springt da einfach komplett durch die Wand runter. Ugh. Okay. Meins. Nummer zwei. Und laufen, und laufen, und laufen, und laufen, und laufen. Okay. Und laufen. Ah, man kann ihn sehen. Oh. Und man kann eingeklatscht werden. Yeah. Wow. Die sind schnell. Ui, die sind schnell. Und das war direkt vom Checkpoint, natürlich. Ah, oh, die sind wirklich schnell, fies. Nein. Lass mich in Ruhe, Luigi. Kleiner Schundfleck in der Gesellschaft, ey. Meine Schandfleck. Ich meine, du bist ganz in Ordnung. Er macht nichts falsch, nein. Sein Spiel kommt ja eh noch raus. Sein Luigi's Mansion 3. In der ganz besonderen Limited Edition, falls es eine geben sollte. Oh oh. Aha, es war ein Trick. Und auch hier wieder ein neues Element, was wir einem beibringen wollen. Super. Und zwar das Blöcke. Gerne mal. Auch mal zur Seite fallen. Nur wie man daran kommen soll, ich habe keine Ahnung. Hm. Ich glaube, ich muss den vorher triggern. Ich muss früher nach oben springen. Ja, definitiv. Ich will die Münzen haben. Dankeschön. Moment mal, hast du da oben was? Ist irgendwas versteckt? Da oben ist was versteckt. Wow. Ne, das war mega dämlich. Da oben sind jetzt hier Münzen versteckt. Meine Herren. Oh, ich habe nur ein Leben. Oh. An die Rande zu kommen ist nicht so schwer. Hülse, Gottes Willen. Warum macht man denn sowas? Okay. Okay. Also. Wir wollen nicht sterben. Klar soweit? Ja, soweit. Doof. Wow. Das zweite Level, wo ich einfach zu gierig war. Mist. Okay, wir sehen uns am Checkpoint. So, am Checkpoint. Alle Münzen mitgenommen, die es soweit gab. Dann schauen wir mal. Ob ich nicht vielleicht diesmal... Haha, den mitbekriegen kann. Oh. Okay. Und dann da oben drüber. Und dann hier drauf stellen. Okay. Uah. Da oben ist was. Da oben war was. Ich hab's genau gesehen. Ich muss den nur runterfallen lassen. Na, der Flop kommt so runter da. Ich will da hoch. Ich hab's genau gesehen, da oben ist was. Na, komm schon. Nein. Zu gierig. Zu gierig. Ich hab's genau gesehen, da oben war was. Verdammt, Mist. Ich will die Münzen haben. Und das wisst ihr. Da oben waren Münzen. Wir sehen uns da wieder. Aha, ja. 30 Münzen. Ziemlich schwierig ranzukommen, meine Güte.
Aber es sind 30 Münzen. Wertvoll. Und was haben wir hier? 10 weitere. Ja. Hui. Ich habe schon einige Level gesehen, die auf diesem Prinzip allein basieren. Dass man an so fetten Trumps entlang gleitet und draufsteht und sonstiges. Die sind maßlos böse und schwer. Huiuiuiuiui. Mauritius-Hemd. Wer hätte das gedacht? Heißt sie wirklich Mauritius? Glaube ich dem irgendwo nicht. Gut. Na dann. Sonst so? Vielen Dank. Hast du einen Mauerstein bei mir im Brett? Was? Hast du einen Mauerstein bei mir im Brett? Von hier an komme ich alleine klar. Okay. Mach du mal. Also, hier haben wir einen Fragezeichenblock und irgendwo, wo rote Blumen sind. Hier. Ah, guck an. Wo führt der wohl hin? Meine Güte, ist ganz schön lang. Hallo? 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 Wo ist denn der? Ah, Münzen. Guck an. 50 extra Münzen. Wow. Der Sound hier oben ist mega gedämpft. Hi. Ein prächtiges Schloss baut ihr da. Doch, oh weh, die Umgebung ist trüb und trist. Wenn du einen Auftrag für mich erfüllst, werde ich Feld und Flur mit Blumen segnen. Das lebende Labyrinth. Wo sind nur mein Schätzelein? Mich dünkt es kaulen... was? Es kaulen die Quappen? Bitte geh in diesen fischigen Irrgarten auf mich aufsuchen. Okay. Gib dein Bestes, roter Ritter. Roter Ritter? Das ist mal eine neue Sache. Der Soundfrosch. Tja. Guck mal. Oh nein, das ist ein Wasserlevel. Ihr seid doch wahnsinnig. Oh, mit einer guten Menge Münzen hier oben. Okay, da geht's nicht durch. Da ist ein Fragezeichenblock. Okay. Ah, da unten waren 10 Münzen. Haben wir. Großer Gier. Große Gier. Die große Gier war zu groß. Nein. Aber es ist ein Wasserlevel. Das macht das Ganze wesentlich schlimmer. Okay, wir gehen erstmal nach oben. Und holen uns da oben einmal die Münzen. Und zwar die hier. Wow, das ist echt beknackt hier unten. Okay. Das lässt das Ding nicht mehr aufblitzen hier. Haut ab, cheep cheep. Okay. Haut ab, ihr Cheep Cheep. Okay. Da unten ist ein Checkpoint, aber da oben ist auch noch was. Ah, Münzen. Da kommt die Wand. Und die geht bis zur Wand, natürlich. Die Cheep Cheep Wand. Checkpoint. Ja. Kurzer Checkpoint, aber... Ach du Schande. Nein, 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 nein. Vergesst mal schön, was ihr hier gesehen habt. Okay. Bye. Okay. Wir müssen nach ganz oben. Das sieht lecker aus. Ach du was? Wie soll ich daran vorbeikommen? Oh nein, ich muss hinter die Reihen. Oh mein. Ich muss hinter diese eine Reihe hier. Ach du Heilige. Komm schon, schwimmt. Oh mein Gott, das ist knapp. Aber es geht. Oh, hi. Die einen kommen genau zurück, wenn die einen hier vorbeifahren, ne? Oh, oh.
Oh Mann, mit den Lichteffekten ist richtig gut geregelt. Das ist richtig gut gemacht. Ich hab Angst. Ah, natürlich fliegende Cheep-Cheep. Ihr könnt mich auch mal. Am Poppes. Ihr Gemeinen. Keine Münze versteckt, okay. Dann raus hier. Yay. Yeah. Ich hoffe, das ist und bleibt der einzige Auftrag vom Zornfrosch. Bitte. Quark. Gut. Dieser ohrenbetäubende Lärm, der so gedämpft ist. Voll krass. 82 weitere Münzen. Dankeschön. Der Auftrag ist erfüllt. Die Blümlein blühen. Alles, wie es verheißen ward. Beim Glanz der Disco-Kugel. What the fuck? Das ist eine Menge Blumen. Schick. Der macht mir irgendwo Angst. Aber wir haben unser zweites Obergeschoss. Und dafür haben wir so viel Geld gebraucht. Wow. Die Musik. Was für ein schlimmes Schicksal hat euch weltliche Wesen befallen. What? So und so. Oder? Sound so. Ha! Was ist mit dieser Musik? Wieder im Schlafen? Irgendwas noch vorgefallen? Ich weiß nicht. Klingt nicht gut. Er hat einen Auftrag. Sie ist irgendwo nicht gerade bei Stimmung. Und du so? Ich habe den roten Toad schon eine Weile nicht mehr gesehen. Hast du eine Ahnung, wo er steckt? Nee. Hat vielleicht damit was zu tun? Ich weiß nicht. Ein Mysterium hat unser Königreich befallen. Doch finden wir im nächsten Part heraus, was es genau ist. Also dann, Leute, ich verabschiede mich für den Moment. Man hört sich beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.